Hallo. Roman Lipsky war 6 Jahre lang Max Neumanns Assistent. Sein erster Job in der Kunstszene. Und noch bevor er den renommierten Maler persönlich kannte, bewunderte er seine Bilder. Schöne große Formate. Also, ja, das ist ein Traumatelier, Max. Das ist schön. Ja. Im Moment mache ich kleine Sachen, hauptsächlich Papierarbeiten. War so eine Serie, 70-teilige Serie mit Köpfen hier vorne. Die hier? Ja, das ist jetzt hier vom Sommer. Wow. Eigentlich brauchte Max Neumann damals einen Assistenten, um die Leinwände aufzuspannen, die Bilder zu rahmen. Eines Tages kam er mir Zeichen an, sagt, was ich davon halte. Und dann sind wir so reingeschlittert, eigentlich in so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Ich kam mit dieser ganzen Malerei nicht klar und da war ich das unglaublich unglücklich. Denn mir fehlte jemand, dem ich vertrauen kann, ja, bei dem ich mich öffnen kann, dem ich einfach mal sagen kann, wo drückt der Schuh sozusagen bei der Malerei. Du hattest Einfluss auf mich und man muss schon einen Meister haben, ja, und du bist mein Meister. Du hast wahnsinnig schnell gelernt, als ob schon alles vorhanden ist, nur es ist noch nicht offensichtlich. Und noch heute fragt ihn Roman immer wieder um Rat. Sie haben nicht den gleichen Stil, nicht die gleichen Motive und doch passen ihre Bilder irgendwie zusammen und hängen auf der gleichen Kunstmesse. In der nächsten Folge geht es also um Geld und Ruhm.